Herzlich willkommen zur neuen Folge und dem neuen Livestream von Fallout 3. Ich bin Marv und heute befinden wir uns im Moment im Ödland. Ihr seht schon, hier hat sich einiges wieder geändert. Was hat sich geändert? Ich habe wieder neue Mods installiert. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Immer wenn was Neues ist, ich muss es haben. Und in diesem Fall ist es, dass ich einen ENB-Mod installiert habe. Ihr seht schon, das sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben es im Moment 6.50 Uhr am Abend. Dogmeat ist am Leben. Das war ein actionreicher Kampf. In der letzten Folge habe ich ja quasi damit aufgehört, dass Dogmeat immer wieder gestorben ist. Es war nicht schön. Und wie habe ich das Problem gelöst? Ich habe den alten Speicherstand einfach nochmal geladen, da wo Dogmeat dann 3 Minuten später quasi immer tot war. Und bin in der Rambo-Manier, so wie ich da halt quasi in den im Supermarkt vorgegangen bin, zu den Raidern hingelaufen und hab die einfach umgepustet. Ja, jetzt ist mein kleiner Dogmeat ganz glücklich. Na, kurzer, was geht ab? Guter Junge. So, gehen wir. Was habe ich noch in Fallout 3 dazu hinzugefügt? Wir haben einen neuen Saloon. Moriarty hat umgebaut. Wie soll's denn sein? Infos über den Aufenthaltsort des lieben Herrn Papa gegen ein paar Kronkorken? Oder doch lieber der Alleingang? Das Ödland kann so unerbittlich sein. Ja, es ist total unangenehm im Ödland, wenn man auf solche linken Füchse trifft wie dich, Moriarty. Schön, dass du umgebaut hast. Und so gehen wir jetzt auseinander. Genau, wir gehen auseinander. Und ich heiße euch herzlich willkommen im neuen Saloon von Moriarty. Ihr seht schon, der hat ordentlich den Laden gepimpt hier, ne? Mr. Burke sitzt jetzt hier an einem Tisch. Ja. Unsere Lady Lucy West vor einem schönen, großen Megaton-Poster. Es ist eine relativ neue Modifikation. Im Moment ruckelt das ein bisschen. Warum ruckelt denn das? Keine Ahnung. Die NPCs haben hier leider noch so ein paar Bewegungsprobleme, weil die halt, weil der Saloon einfach größer ist und verändert ist als vorher und die nicht einfach sich so hier bewegen können, wie sie immer wollen. Deswegen bleiben einige da hängen. Aber das ist im Allgemeinen kein Problem, weil wir sind ja quasi mit dem Saloon fertig. Hier steht so eine sehr, sehr schlecht aufgelöste Hawaii-Puppe. Die gibt's im Spiel auch, nur halt sehr viel kleiner. Gut, aber das soll es sein zum Showcase von dieser tollen Mod. Wir wollen jetzt nämlich weitermachen. In der letzten Folge ging es darum, dass mir die rechte Hand verkrüppelt wurde. Es war nicht schön, aber ich war ja noch unterwegs. Ne? Und wir haben Dogmeat gefunden und sind auf ein paar Raider getroffen und die fanden das alles nicht ganz so cool, dass ich da unterwegs war. Und in einer der letzten Folgen haben wir auch diesen wunderbaren Wandersimulator gespielt, ja, wo ich einfach über gefühlte Stunden im Ödland unterwegs war, ohne wirklich was zu finden. Einfach nur, weil ich halt Geld wollte. Sie sind doch alleine hierher gekommen. Dann kann es ja nicht so schlimm um Sie stehen. Ja, es ist auch nicht so schlimm, aber ich brauche etwas Heilung. Wissen Sie, alles in allem hätte es schlimmer kommen können. Für 50 Grundkorken kann ich Sie wieder zusammenflicken. Na dann. Beißen Sie hier drauf. Das wird Ihnen helfen, die Schmerzen auszuhalten. Sind die Finger wirklich so wichtig? Ach, Moment. Schon in Ordnung. Da haben wir es schon. Jetzt ist alles wieder in Ordnung, großes Baby. Kann ich jetzt wieder weiterarbeiten? Ja. Na gut dann. Alles Gute noch da draußen. Vielen Dank. Ja, unser Dogmeat hat sich irgendwie in die Wand zurückgezogen. Ich weiß auch nicht, was er sich gedacht hat. Wir brauchen einen Namen für den Hund, weil Dogmeat ist nicht so wahnsinnig cool. Für Fallout New Vegas, da gibt es wohl auch einen Hund, den man finden kann. Und den kann man umbenennen. Unseren Doggy-Style hier leider das nicht. So, Quest.
Nee, schauen wir anders. Was haben wir für Kronkorken? 367, okay. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwas aufzunehmen. Heißt für uns, erstmal Sachen verkaufen. In einer der letzten Folgen wurde ja quasi darüber abgestimmt, ob wir jetzt Megaton in die Luft jagen. Hi, Havoc. Ob wir Megaton in die Luft jagen oder es so lassen. Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Wie geht's denn so? Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, doch, ich wollte Sachen verkaufen. Ich habe alles eingeladen. Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Hier kommen, ich will... Na klar doch. So, was verkaufen wir da mal? Wir haben unendlich viel Munition für alle möglichen Sachen, die wir nicht... gebrauchen können im Moment. Ach shit. Jetzt habe ich von ihr gekauft. Das war natürlich sehr speziell von mir. Deswegen so viel Munition, ja. Hättest du wohl gern, Mr. Marv. Da träumst du von. Nachts. Heimlich. Alleine im Bett. Oh, Munition. Das wäre so schön. Das wäre so schön. So ein bisschen Munition. Mann, wäre das schön. So, den Baseballschläger behalte ich immer noch. Einfach für den Fall, dass ich meine Waffe verlieren sollte. Wie auch immer das funktionieren sollte, aber es könnte passieren. So. Das Fleisch lasse ich auch da. Den brauche ich auch. Einer von euch hat mir empfohlen, möchte ich eher sagen, dass ich noch eine Mod installiere, die quasi ein Underground Hideout, ein unterirdisches Versteck quasi für mich ist. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Hätte ich das gemacht, könnte ich da jetzt quasi gleich rein. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das muss ich dann ein anderen Mal nochmal probieren. So, die ganzen Drogen verkaufen wir auch. Wir sind ja ein braver Megaton Bewohner. Stimulation. Aber die wiegen alle gar nicht so viel. Ich brauche irgendwas, was richtig schwer ist. Ah, ich habe hier ganz viel Nuka-Cola. Das wiegt natürlich einiges, ne? Allein das sind 7 Kilo hier. Das ist ja schon einiges. So, Pork and Beans. Psycho kann weg. Pulgrim können wir noch nicht lesen. Redaway brauchen wir auch. Ah ja, jetzt haben wir hier die Raider Paint Strike Armor. Die brauche ich auch nicht. Hey, Rawhide. So, wir haben die abgesägte Shotgun. Und mit dieser Shotgun habe ich in... Was ist die letzte? Ich glaube, in der vorletzten Folge meinen tollen Helm bekommen. Weil die macht 112 Schaden. Das ist sehr, sehr viel. Da kann ich die nicht einfach hergeben. Die Maschinenpistole ist auch sehr gut. Die will ich eigentlich auch nicht hergeben. Und ich habe so viele Kanonen, die ich quasi einfach noch nicht nutzen kann. Ah, Rotten Nox. Hi. Mach's dir gemütlich im Livestream. Die ich noch nicht nutzen kann, einfach weil die... weil ich sie nicht reparieren kann. Könnte ich sie reparieren, könnte ich sie verbessern und dann wäre das Problem gleich gegessen. So, 74 Kronkorken. Sie hat gar nicht so viel. Also schauen wir mal, ob wir wieder ein Stimpack von der guten Lady bekommen können. Surgical, soft. Du hast keine Stimpacks mehr? Moira! Ich meine, was soll das? Muss ich jetzt aufhören, dir was zu verkaufen? Ach, sowas ist so blöde. Jo und jo, hi. Schön, dass ihr schon zuschaut. Es ist so blöd, die Sachen dann zu verkaufen. Und wenn man etwas braucht, es nicht zu bekommen. Es gibt, glaube ich, auch eine Mod, mit der ich selber Stimpacks herstellen kann. Dobbs 91. Servus. Ja, dann nehmen wir mal die... Was nehmen wir ihr denn weg? Das Meth? Das Meth? Das Hero? Ey, habe ich überhaupt nicht drauf geguckt? Den ganzen Käse?
Mann, ich habe überhaupt nicht drauf geguckt, was die Alte für Geld hat. Ich muss jetzt alles wieder selber nehmen. Ah, jetzt geht's. So. Gute Jagd. Danke, Schnecke. Viel Spaß da draußen, okay? Danke, Rawhide. Das ist ja nett von dir. Tja, Timeboy, vielen Dank. Ja, Grancy Boy hat mich auch gehostet. Ich bin ja nur allein durch Grants wieder auf Fallout aufmerksam geworden. Ja, ich konnte es einfach nicht lassen. Es hat mich dann doch so sehr gepackt, dass ich gesagt habe, das muss ich spielen. Und danke für dein Follow. Rawhide. So, Mädel, was sagt die Speisekarte? Sehen Sie mal, der Großteil ist essbar und einiges schmeckt sogar. Oh, das wäre schon... Oh, Stimpaks! 166. So, da können wir mal gucken. Jetzt können wir der alles reindrücken, weil... Die brauchen wir auf jeden Fall. Alfrozam, die Amphetamine. Ja, den Vault-Anzug, den hebe ich lieber noch ein bisschen auf. Ich verkaufe kein Bier. So weit kommt's noch. Bier bleibt bei mir. Die Cherry Bomb bringt nicht so viel. So, den kann ich verkaufen. Die ganzen Minen. Der Grenz ja zum Beispiel, der geht ja volle Power auf Sprengmeister. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, auf Laserkanonen zu gehen. Das wäre ja auch eine schöne Geschichte. Ich habe dann nämlich so einen geilen Mod installiert, der das richtig gut aussehen lässt. Und da hat man dann richtig was von. So. Shotgun Shells. 4 Schuss habe ich noch. Was haben wir noch? Ich musste immer noch 127 zahlen. Dann habe ich irgendwas nicht gut genug gemacht. Nicht genug... Sachen verkauft. Oh, der Mobbot schlägt wieder zu. Ich habe den Bot extra anders eingestellt, dass der quasi nicht ganz so streng ist, weil so viel Caps, aber irgendwie, ich glaube, ich habe das auf 10 oder 15 Caps-Wörter erhöht. Du musst mal schreiben oder mal sagen, wie viel du jetzt denn geschrieben hast in groß. Damit ich dann das auch mal überprüfen kann, ob der Bot das denn überhaupt richtig macht. Oder einfach nur wild drauf losbannt. So, Methadon kriegt er auch noch. Die Mentats, na, die behalte ich mal. Heroin kann auch weg. So, dreckiges Wasser. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ich habe ja diesen tollen Essenssterilisator bekommen. Ja, der das Essen quasi reinigt. Viel Erfolg. Hat aber bisher nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Return of the Moobot. Ja, bei mir im Chat geht's immer ab. Rawhide. Die Leute, und wenn hier nichts abgeht, ja, sollte das mal sein, dass jemand nicht im Chat schreibt, ja, dann packt Sergeant Wolfi die guten Witze aus. Fallout ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Da hast du was verpasst, aber du schaltest ja jetzt ein, von daher ist es kein Problem. So, unsere nächste Quest, die wir jetzt machen. Also schau mal, wir können noch 24 Kilo tragen. Das ist zu wenig. Heißt, ich muss wieder zu meinem Spezialversteck. Das Schöne in Fallout ist ja die Tatsache, dass die Sachen, die man jetzt quasi irgendwo liegen lässt, auch sehr, sehr lange dort bleiben. Und wenn ich jetzt die Sachen irgendwo reintue, in irgendeinen Automaten, wie den hier zum Beispiel, wobei der kann in die Luft fliegen. Nee. Ah ja, du sagst was, kleiner Roboter. Es wird Zeit für Galaxy, für Radio Enclave. Das sieht so cool aus hier. Dieser Wirbel. So, ich habe hier meinen Spezial-Safe. So, und den Safe tun wir. Was tun wir denn da alles Feines rein? Den Vault-Anzug. Das Schöne ist, das kommt da nicht weg. Ne? Das bleibt da einfach so lange drin, bis ich es wieder abhole. Oh, was anderes. Ich habe auch eine Mod gefunden, die habe ich noch nicht installiert, weil ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt passt.
eine Mod gibt es, wo man sich quasi als Spider-Man verkleiden kann. Das ist natürlich gerade für meinen Kanal genau das Richtige. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Da war ich noch ein bisschen vorsichtig mit. Nee, die Tipboy-Version habe ich mir noch nicht vorbestellt. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache. Weil Fallout ist echt super. Aber ich hätte mir auch gerne die Batman Arkham Knight Collector's Edition vorbestellt, ja. Mit dem... Na, wie heißt das? Mit dem Batmobil letztendlich. Aber die wurde ja leider rausgenommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwie... das auch wirklich bekommen hätte. Weil dass sowas nach Deutschland kommt, ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Oh, die Scorpio kommt raus. Oh, die macht aber dick Schaden. 9x19 mm. Da muss ich auf jeden Fall eigentlich nochmal los und neue Munition kaufen. Aber ich habe natürlich für das SMG... SMG sind große Waffen und da habe ich noch nicht so viel an Skill reingesteckt. Naja, ist ja klar, dass die ganzen Editionen wieder ausverkauft sind. Ist ja immer so. Oh, Terraria. Terraria habe ich selber nie wirklich gespielt. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Radio-Enklave mit ihrem Gastgeber. Mit mir, Präsident John Henry Eden. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in ihr Herz. Zerstöre ich nicht auch meine Feinde, indem ich sie zu Freunden mache? Oh nice, das ist aber jetzt stabil. Ich hatte in der letzten Folge noch das Problem, dass die Kanone quasi geschwommen hat, wie verrückt. Und dann hat mir einer von euch den Tipp gegeben. Marv, du könntest doch eigentlich das anders machen, indem du einfach deine andere Waffe hinnimmst. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Eine andere Waffe, ich erzähl schon wieder einen Scheiß. Dass du das Kanonenöl quasi benutzt, um das irgendwie zu ändern, das geht auch sehr gut. Ein Glück. Weil sonst wäre das nichts geworden hier. So, der kommt auf die 6. Und auf die 5 kommen wieder Stimpaks. Unsere guten Stimpaks. 5 ist wie F5. So, ups. Ja, ich muss immer noch zum Minefield. Ich war sogar schon in der Nähe vom Minefield. Und zwar habe ich mir da den Schnellreisepunkt geholt. Der Chat ist spannender als ein Spiel. Es ist gar nicht so leicht, den Chat zu verfolgen. Denn im Gegensatz zu eurem Bild quasi, ist der Chat bei mir nicht im Spiel, sondern an der Seite. Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden. Präsident der Enklave. Präsident von Amerika. Präsident ihres Herzens. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit... Ist Minefield noch bewohnt? Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesrepublik. Oh! Gott! Ach du Scheiße! Da war eine Mine! Oh Gott! Oh nein! Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Oh Gott, was mache ich denn hier? Das bin ich ja halb tot. Dass die mächtigste Nation der Welt. Ich bin erschrocken. Antwort ist recht einfach. Holy shit. Inkompetenz. Inkompetenz, du hast recht. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Kann ich irgendwie... Da kann ich... Da nicht. Dann nehme ich das hier. Der heißt Minefield, der Ort. Was meinst du, was da rumliegt? Ja, ich habe halt nicht drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, dass bei Minefield das Minenfeld quasi am Spielplatz ist, hatte ja Dings gesagt, hier Moira. Und da habe ich dann nicht so... Oh, habe ich mich erschrocken. Nicht so drauf geachtet, wie man gesehen hat.